So, willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Orc Attack. Wir werden es, ja, das habe ich schon verraten, wir werden es nicht im Singleplayer spielen, sondern im Multiplayer im Koop-Modus. Und zwar mit, erratet ihr's? Toll. Mit dem Bigfoot, wenn ihr gespannt seid, ich verrate es, ja, ich bin wieder dabei. Ja, toll. So, die Option darf ich jetzt nochmal vornehmen. Ich habe es nicht gespeichert. Super. Na gut, dann eben jetzt. So, dann gehen wir hier auf Xbox Live. Erstellen ein privates Spiel. Und dann laden wir hier die Party ein. Zack. So. Ich habe ein Lied von dir, muss ich schon sagen. Ich weiß, so bin ich halt. Dann können wir uns hier jetzt einen Ork raussuchen. Grün, blau, rot oder anderes Grün. Wie ich sehe, hat Bigfoot schon ein bisschen gespielt. Dieser kleine Cheater. Ja, jetzt bin ich schon wieder schön. Also man merkt auch, die Dinger sind... also je nach Farbe sind die verschiedenen Level, das heißt, wenn du mit einem hast, dann sind die anderen nicht automatisch auf Level 3. Aber ja, wenn es einfach fair bleibt, ich mache jetzt einfach mal den roten hier. Danke, mach schon. Und ich mache blau, weil die sich ja immer Witze über mich machen, dass ich blau wäre, obwohl ich keinen Alkohol trinke. Aber was soll's. So, dann Bigfoot A drücken, damit es losgeht. Ja, jetzt geht's los. Dann kloppen wir uns mal hier durch. These are our heroes. Dr. Lord Poop, Friar Crap, and Sir Niff. None of them stands out for their intelligence. They're lazy, gluttonous. Their personal hygiene leaves much to be desired. In short, they're orcs. On the other hand, there are the humans. They're greedy, destructive, and there are lots of them. In short, they're dangerous. Everything happened very fast, almost as fast as what we're telling you now. The orcs were caught completely by surprise. When they awoke, something strange was in the air. When they went up, they found only sick and village, everybody was sick. The symptoms were vomiting, dizziness, nausea, and above all, tremendous flatulence. What the hell was going on? Along the river, there was something the orcs had never seen before. Despite being exhausted, the fierce orcs immediately launched an attack. However, the enemy was well equipped and ready to fight them. The orcs fought with courage, but it was a real bloodbath. Orders were given to kill every last orc. Our heroes took refuge in the swamps, but the thundering and stinking trail they were leaving behind always betrayed their position. Hold on, boys, they're very close. Oh no. Watch out! Vorsicht, Leute, sie sind sehr nah. Okay. Ich hab einen auf Lager, pass auf! Ich seh's. Nicht. Voll einen auf Lager. Du bist der Rote immer noch. Okay. Also schwere Schläge kann man irgendwie hier nicht machen. Später. Ja, wenn du, glaube ich, hier die Einführung durch hast. Er hat Einführung gesagt. Hihi. Bitte ruhevoll bleiben. Entschuldigung. Bleib meinen Manieren. Ja, renn halt vor. Ich hab dann kein Bild mehr, wenn ich zu weit vorrenn. Jo, dann machen wir mal ein bisschen Patschi-Patschi hier. Ja, jetzt siehst du, jetzt hast du deine schweren Schläge frei. Uga, uga, ork, ork. Halt bei dir. Halt, dass man nicht gegeneinander mehr kämpfen kann. Warum man das nicht? Ja, es reicht schon, dass ich hier in Minecraft von dem auch gepatscht werde. Ja, du bist immer... Ja. Ja. Ist klar, ist klar, ist klar. Ich bin immer der Geschädigte, ich mache eine Zivilklage gegen dich. Hast du noch was gesehen? Ja, alles mitnehmen. Ich weiß ja nicht wofür. Hui. LT, für ein Megafurz. Machen wir mal. Darf ich das machen? Ja, mach du. Du bleibst bei denen. Das war ja ein Babyfurz. Ah, ich weiß, nicht mein Bester. Aber ich habe ihm Mühe gegeben. Naja. Hab ich dich sehr enttäuscht? Ja. Yay. Komm, kloppen wir mal zusammen hier. Lass die Glocken erklingen. Ja, Bigfoot ist hier am Start. Bigfoot passt sogar zu dem Spiel hier. Ja. Ist das auch hier so, dass wenn einer stirbt, dass gleich beide tot sind? Ich hoffe nicht. Warum bist du gleich tot? Du lebst doch noch eine Weile. Ja, aber... Sag ja nur. Komm, die Batsche mal weg. Die Batsche mal weg. Die sehen ganz lustig aus, wenn die ihre Keule so ein bisschen schwingen. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass hier die Waffen nicht aufgesammelt werden. Okay, die Leute, ah, ich will die Kiste. Was? Gut, komm zurück. Ja, du hast gesagt, alles aufsammeln und ich mach das. Achso, hier sind noch mehr. Achso. Okay. Jetzt kommt hier alles weg. Ja, das sehen wir dann am Schluss, wer alles weggeräumt hat. Ich kämpfe hier gerade ein bisschen gegen die Luft. Läuft. Fässer einsammeln, Fässer einsammeln. Hol dir deine Flatulenz. Dieses Geräusch gefällt mir irgendwie. Yay. So. Ja, komm, dann beten wir mal eine Runde. Achso, geht noch gar nicht. Jetzt aber. Läuft bei dir. Ich habe jetzt gerade so Angst gehabt, dass ich meinen Stick hier abbreche. Mist, der blöde Gebetstein steht mir im Weg. Bigfoot, du solltest vielleicht auch mal beten, damit sich deine Leben wieder regenerieren. Ist doch okay. Aber ich mach's trotzdem nochmal. Ich will auch mal. Warte. Ja, wie geht es? Ja, du musst den rechten Stick hin und her bewegen. Ziemlich schnell. Uga, 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 uga. Oh, Fässer, Fässer. Miteinander laufen, sonst klappt es nicht. Ich sag nicht in Häusler da vorne. Weiß ich nicht. Da hochklettern? So, jetzt lass mich mal. Oh, da war saftig. Ein bisschen mehr und es war Material mitgekommen. Bin ich froh, dass das alles war. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Mir schon klar. Aber ich sag's dir trotzdem. Jetzt das Bild immer auf dich fokussiert. Das irritiert voll. Reingold. Was? Reingold? Ja. Oh, darf ich mal? Warum ist noch keine Gegner da? Egal. Kaputt gemacht haben wir es trotzdem. Orks sind verdammt wasserscheu und zwar erst recht, wenn das Wasser verseucht ist. Nutze die Wasserlilien, um dir keine nassen Füße zu holen. Na denn? Sollen wir auf einen immer gehen oder? Nein! Ich hab Angst. Genau hier habe ich immer das Ganze versaut. Den ganzen Brecher und nicht mehr meinen. So, wir fahren doch in die richtige Richtung. War klar, dass die Dinger nicht. Du darfst doch nicht ins Wasser, das Wasser ist verseucht. Oh oh, oh oh, oh oh, schaffst du das? Läuft bei dir! Nein, es läuft. Au! Bei mir läuft's nicht! Aua! Läuft bei mir! Ja, Mann. Ja, beweg dich doch weiter. So, jetzt hier ans Land ran und dann kann man nämlich rüberspringen. Nicht ins Wasser! Nein! Oh mein Bigfoot. Ich muss jetzt nichts sagen, oder? Ja, aber guck mal, du bist ja fast tot. Warte in die Luft. So, sammelt ihr Leben ein hier. So, jetzt müssen wir wie beim Beten, jetzt siehst du, müssen wir mal gleich hier beide parallel. Warte mal, wir stellen uns nebeneinander. Und dann 3, 2, na dann halt so. Uah, Attacke! So, hier kommt der Endboss, glaube ich. So wie es ausschaut. Oh. Das sieht aber lustig aus. Adipöser Schamane, also für die es nicht wissen, adipös heißt dick. Also du musst hier, du musst Hit and Run machen, gell? Also, hauen und wegrennen? Genau. Wären da nicht noch die anderen? Der Fuß ist ja so voll. Na ja, klar. Alter, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Du bist hier, da unten am Bildschirm ran. Ich hab hier die Kameraeinstellung. Ja, also da hätten sie echt wirklich so ein bisschen was Besseres machen können. Aber nee, weil läuft bei uns. Ja, bei mir ist es immer. Ich spiele mit meinem Charakter. Nein. Aua. Das hat mich voll vermischt. Frage, hast du dir schon mal besiegt? Ja. So, ganz einfach. Wie gesagt. So. Aua. Ich gehe einfach von hinten ran. Du bist gleich tot. Da, führ dann so einen schweren Schlag aus und dann gehst du nochmal, wo er abgelenkt ist. Nee, weil der einen Rundumschlag macht. Aber du bist trotzdem gleich tot. Ein Treffer noch und du bist weg vom Fenster. Das ist das Problem. Warte mal, er muss hierher kommen, er muss zu mir kommen. Warte. Läuft bei dem. Hau drauf, was das Zeug hält! Oh, verdammt. Kann ich dich irgendwie heilen? Läuft bei dir? Der Orkheiler. Beweg dich, geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg! Alter, nicht dein Ernst. Ey, du lebst wieder. Mit dem? Ja. Gibt's hier nochmal irgendwo ein Feuer? Komm mal mit, komm mal. Wenn wir nochmal ein Feuer finden, dann ist das kein Thema, weil dann versteinern wir den nochmal kurz. Aber dazu brauchen wir ein Feuer. Haben wir hier keine Feuer mehr? Pass mal auf, ich werde mich einfach mal opfern und dann lasse ich mich von dir töten, du heilst mich wieder. Dann stirbst du wieder und dann heile ich dich. Das heißt hier wieder? Ich bin doch gar nicht gestorben. Ja, damit es halbwegs geht. Das mag er gar nicht. Nicht dein Ernst. Der mag dich doch, guck mal. Er freut sich schon, wenn er zu dir kommt. Du hast irgendwie nicht so ganz drauf. Aber den haben wir gleich. Mist, ich muss eine Pause machen, Ständer dran. Nicht dein Ernst. Komm, mach dir einfach glatt. Ängstlich ist der Gurdel heute. Ist er nicht. Bei dir lag nochmal so ein Stein. Da kommen noch ganz... Hier sind ganz viele Steine. Boah, die lasse ich alle mitgehen. Ich glaube, mehr Heilung brauche ich gar nicht. Guck mal... Ah, schade. Komm, dann befreien wir mal den Opa hier. Das sieht aber irgendwie auch lustig aus. Guck mal, was ich mir abgestaubt habe von dem. Jetzt habe ich eine größere Keule. Oder ist die gleich groß? Keine Ahnung. Guck mal, da hinten ist noch... Ah, das hole ich mir auch noch. Nee, komm, nimm du die Maske. Die Maske. Hey. Und jetzt komm. Huga! Uga, uga! Aua, meine Finger. Aua. Wieso ist der rosa? Also ich muss schon sagen, ich hab auch mal mehr Gold wie du. Ja, aber ich hab mehr getötet wie du. Trotzdem. Läuft bei mir. Die nächste Runde wird entscheidend. Auf der Karte kannst du eine kleine Rast einlegen, um Fertigkeiten zu steigern und bei einem Händler in der Umgebung neue Gegenstände zu kaufen. Ja gut. Also der Opa, der sieht ja schon ganz muskulös aus. Wo sollen wir hin? Sollen wir erstmal was kaufen oder sollen wir einfach weitermachen? Da kann man noch diese Punkte zu was verwenden. Fähigkeitspunkte. Ja, kann man. Verteidigung mache ich mal ein bisschen was. Mana ist es 14, gell? Da kommt wir auch noch ein. Gut, ich habe meine Punkte fertig. Und wir gehen in den Laden. Laden beitreten, betreten. So, wie viel Gold habe ich denn? Wo steht denn das? Trag, Stachelkeule. Das Schild brauche ich nicht. Schädulator. Da zinkt aber meine Verteidigung wieder. Schilder kann man sich da holen. Was kann man sich? Da kann man sich Schilder holen, aber die sind glaube ich ein bisschen unneben. Ja, ich könnte mir die Doppelaxt holen für 100. Ja, warte mal, ich habe doch erst 60. Hast du jetzt was geholt? Nein. Ja, in den Laden. Hast du da was geholt oder nicht? Nein. Ja, da gehen wir jetzt zum... Hey, Gurdel! Hey, ich will da nicht hin, ich will da hoch, ich will da hoch! Nein! Was mit meiner Mann! Hey. Ich bin mal gespannt, ob ich die Big Boss Waffe noch hab. Geleite mich durch den Sumpf zu meiner Höhle. Mit meinem magischen Glühwürmchen kann ich deine Körpergase zur Explosion bringen, wenn du neben mir einfahren lässt. Okay. Was passiert denn, wenn wir beide gleichzeitig einfahren lassen? Ey, da gibt's eine Atomexplosion. Oh, guck mal hier. Ich kann ja alles ergreifen. Er wird angegriffen, ja, wo ist er denn? Da hinten! Da vorne meine ich. Hab mir mal was gegönnt. Yeah! Wenn wir gleichzeitig aufnehmen, dann passt es. Dann kriegen wir das beide. Dauert.